Hallo, willkommen beim Tienchen. Ich begrüße euch heute zum ersten Video 2016 von mir. Und der Anlass ist, dass die liebe Sanela eine neue Gruppe gegründet hat, der ich beitreten durfte. Und die nennt sich Grenzgeniale YouTuber. Und in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern werden wir einmal im Monat zu einem vorher ausgewählten Thema etwas gestalten und davon ein Video machen. Und ich wollte euch heute einfach mal einen kleinen Querschnitt zeigen durch alles, was von mir diesbezüglich vielleicht so zu erwarten wäre. Also einen Querschnitt durch Bastelarbeiten, die ich mache oder schon gemacht habe. Das heißt ja nicht, dass es dann dabei immer bleiben wird, sondern man möchte natürlich sein Repertoire auch erweitern. Aber was ich schon gemacht habe und wenn wir dann ein Thema haben, dann könnte, was ich bastle, zum Beispiel aus dem Bereich Charms sein, so wie hier diese kleinen Bücher an den Bändern für die Handys mit einem kleinen Anhänger dran, die ich einfach aus Papierresten mir gefaltet habe, ein kleines Loch reingemacht, Ring rein, Anhänger dran oder zum Beispiel solche kleinen Engel. Also immer, wenn es zum Thema passt, könnte zum Beispiel sowas Schmuckmäßiges von mir kommen. Ich habe auch schon Ohrringe gemacht oder Ketten. Oder hier so ein kleiner Anhänger, den ich zusammengesetzt habe aus Perlen und Flügeln. Und eine kleine Elfe dran. Oder hier mal, da gab es bei Doreen Beats diese Sets mit dem Ober- und dem Unterteil, zum Beispiel von einem Frosch. Und da setzen wir dann nur noch eine Perle dazwischen. Also sollte es mal ein Thema geben, wo ich sowas verwerten kann, würde ich das vielleicht als Schmuck umsetzen. Oder hier, das war mal eine alte Zigarrenkiste. Die habe ich gestaltet mit Stempeln und mit Strukturpaste und habe hier so ein Kleid gebastelt aus Motivpapier und habe die Box dann innen mit solchen Stempeln zum Thema Nähen ausgestaltet und hier unten habe ich solche kleinen Spulen mit Garn reingemacht oder hier so ein kleines Nadelkissen gebastelt oder Knöpfe, also alles zum Thema Nähen. Das wäre zum Beispiel eine Option. Oder was ich gemacht habe hier selbst aus Resten von meiner Graupappe. Das sind hier solche Chipboards, die sind richtig hart. Die habe ich bestempelt, habe sie teilweise mit Aufklebern versehen und dann mit so einem Siegellack angestrichen. Die sind also richtig hart, wie die Chipboards, die ihr kaufen könnt. Sowas könnte es zum Beispiel sein, was ich dann umsetze, die man dann später für Scrapbook oder für Art Journaling verwenden kann. Oder zum Beispiel solche kleinen Gläser hier oder Flaschen. Das war also mal eine Ölflasche. Da habe ich einfach oben so ein Bottle Cap draufgesetzt, habe das ausgefüllt mit diesem Glossy Accent, eine ausgestanzte Uhr rein, so eine Schrumpffolie von der Blanche außenrum gemacht und hier ein bisschen Band, paar Blümchen oder hier so ein Etikett vorne drauf und einen kleinen Schlüssel dran gehängt, ein Capuchon oben drauf geklebt. Das könnte zum Beispiel eine Art der Umsetzung sein oder hier habe ich einfach von der Blanche so ein MDF-Herz oder doch, das ist MDF, hinten so ein kleines Blümchen dran geklebt, damit ich hier einen Aufhänger habe und habe vorne mit dieser Transfertechnik von der Blanche gearbeitet, auch mit Siegellack dann überzogen und hier noch mit so einem Charm verziert und Blümchen drauf, sowas oder ich mache zum Beispiel auch Karten. Hier habe ich diese schönen Stempel von Lavinia benutzt, die ich bei der Mona bestellt habe. Und habe als Untergrund, ihr könnt das vielleicht noch mal besser sehen,
Da hat die Ruth mal so ein schönes Video gemacht. Einfach die Teebeutel, die ihr schon verbraucht habt, die ihr benutzt habt, trocknen lassen, aufmachen, den Tee ausleeren und dann habt ihr diese schönen Verfärbungen von dem Tee auf diesem dünnen Papier. Das ist wie, naja, fast so wie dieses Seidenpapier oder das Tissue Paper da drauf gestempelt und das auf eine Karte drauf gemacht. Oder das könnte mal so ein ganz ausgefallenes Teil sein wie hier. Da habe ich mit Strukturpaste gearbeitet und mit verschiedenen Stempeln und habe dann noch zusätzlich ein 3D-Motiv draufgeklebt. Hier mal was ganz Schlichtes. Einfach so, ist auch aus dem Internet die Idee, so zwei Herzen ausgestanzt und die dann so gestaltet wie den Anzug und das Brautkleid hier für die Hochzeit. Oder hier mit einem 3D-Motiv von Familie Renz war das. Das war schon relativ fertig, da habe ich nur noch die Ecken draufgeklebt oder hier einfach nur gestempelt mit verschiedenen Stempeln und ein bisschen Farbe und fertig. Also es könnte zum Beispiel auch mal eine Karte sein, die ich mache, wenn das Thema das erlaubt. Was ich auch schon versucht habe, sind Mini-Alben. Habe ich hier von der Ann ganz tolles Papier bekommen und habe das einfach so gebunden, wie die Liebesfuchs das mal gezeigt hat. Hier mit diesem, man stanzt sich einfach so ein Stück Cardstock aus, macht Löcher rein und heftet es dann zusammen. Hier sind solche Text drin. Es könnte also zum Beispiel auch mal ein Minibuch sein, das ich mache zum Thema, je nachdem, was für ein Thema wir in der Gruppe aussuchen. Was ich auch schon gemacht habe, da hatte ich euch mal eine Fotoserie gezeigt, das war so ein Setzkasten, der war mal aus einem Glückstreffer-Set von Ideen mit Herz. Diese kleinen Schubladen, die waren nicht drin, sondern der Setzkasten war leer. Und da gab es so kleine Resinfiguren dazu, die man da reinsetzen konnte. Wollte ich aber nicht. Ich habe mir so kleine Boxen gebastelt nach der Vorlage von der Doreen. Und habe mir hier so kleine Verschlüsse dran gemacht, die einfach mit Perlen und Flügeln dann so einen kleinen Griff ergeben. Hier oben so kleine Flaschen reingesetzt und solche großen Holzschmetterlinge draufgeklebt. Also es könnte zum Beispiel auch mal sowas sein, so ein Setzkasten oder eine Box, beziehungsweise so eine Shadowbox wie das hier. Dass man eben einfach so einen MDF-Rahmen nimmt, den habe ich mit Serviettentechnik gemacht und dann hier so verschiedene Kleinigkeiten reingesetzt, so ein Bilderrahmen oder eine Perle, die wie eine Blumenvase aussieht oder hier so kleine Päckchen reingemacht oder hier unten die Kamee oder hier das zusammengeknitterte Buch. Sowas könnte zum Beispiel kommen, damit ihr schon mal wisst, wenn ihr meine Videos anseht zu irgendeinem Thema, in welche Richtung es gehen würde. Oder ich habe hier so eine Malpappe gestaltet. Das war mal von der Daniela eine Aufgabe, die man lösen musste. Habe ich hier einfach von so einem Zierhasel einen Ast benutzt und die kleinen Federn sind gestempelt und embossed. Das ist so ein Rubbelmotiv von der Blanche und hier unten auch gestempelt. Die Mauer mit Strukturpaste und hier diese kleinen Sternchen aufgeklebt. Es könnte also mal so eine Malpappe sein oder auch eine Leinwand. Das spielt ja keine Rolle, ob das jetzt hinten etwas dicker ist oder nicht. Was ich auch mache, habt ihr sicher, wenn ihr meine Videos seht, verfolgt. Das sind Tags, die man dann benutzen kann, zum Beispiel als Lesezeichen oder einfach nur mal um verschiedene Techniken auszuprobieren, bevor man dann gleich auf eine Leinwand oder auf eine Art Journal Seite geht. Solche Texte könnten es sein. Oder ich habe hier so ein kleines Mixed Media Teil mal gemacht. Das war so ein kleiner MDF Koffer. Den habe ich mir mal bei VBS bestellt, mit Serviettentechnik verziert und habe dann hier so kleine Schlüssel reingehängt, verschiedene Postkarten reingeklebt. Hier so ein Epoxy-Sticker mit einem Rahmen von Doreen Beads reingemacht. Hier auch ein Epoxy-Sticker. Hier habe ich so kleine Hausschuhe gebastelt mit so einem Schleifchen und einem Glitzersteinchen vorne, was man eben in einem Koffer so dabei haben könnte. Hier ist so ein kleines Gläschen drin und ein Buch. Oder hier die Klammer mit diesem Bottle Cap.
so ein Mixed-Media-Teil könnte es sein. Oder was ich auch noch mache, das ist Art Journaling. Das ist hier mein kleines. Das könnte jetzt zum Beispiel sowas sein. Hier mit diesem, das ist ein Ausschnitt von einer Karte gewesen. Das ist so ein Holz-Embellishment. Hier mit Stickern und mit Strukturpaste gearbeitet. Oder hier habe ich mal so ein paar dusselige Schafe gemalt. Oder diese Meereslandschaft, da habe ich mit Netz gearbeitet, von einem alten Zitronennetz. Oder das hier, das sind richtig dicke Chipboards. Und die Zahnräder sind auch aus Holz. Oder hier unten der Rahmen. Also es könnte zum Beispiel, das habe ich mal für die Sanela gemacht, für einen Contest. Da sollte was Mystisches gemacht werden. Da habe ich einfach schwarzes Seidenpapier draufgeklebt und das dann mit Weiß gestempelt. Und hier auch diese Vögel, das sind solche Rub-Ons von der Blanche. Also es könnte auch eine Art-Journal-Seite sein, die ich gestalte. Das war jetzt mal so ein kleiner Querschnitt durch die Sachen, die ich schon so gemacht habe. Und wie gesagt, wir werden ab Februar starten mit einem Thema und ich hoffe, ihr werdet zahlreich zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war meine kleine Vorstellung. Sollte es, bis ich dieses Video hochladen werde, noch andere Vorstellungsvideos geben, werde ich euch die in der Infobox verlinken. Im Moment gibt es noch keine, denn die Gruppe ist noch ganz neu und es ist alles noch im Aufbau. Und die erste Vorstellung werde ich natürlich der Sanela, die Gruppe gegründet hat, beziehungsweise Kreativlady. Den Vortritt werde ich ihr natürlich lassen mit der Vorstellung. Und wenn ich meins veröffentliche und es wird andere geben, werde ich euch die verlinken. Dann könnt ihr euch die auch ansehen, gucken, was die anderen dazu sagen, inwiefern sie sich vorstellen oder was auch immer das für Videos sein werden. Und dann wird es ab Februar jeweils ein Thema geben, zu dem dann wir, wer halt lustig ist, man hat ja auch nicht immer Zeit, in Kooperation etwas zu diesem Thema machen. Und ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute ist übrigens Sonntag. Wie gesagt, wann ich das Video hochladen werde, weiß ich noch nicht. Wünsche euch einen schönen Sonntag und bleibt mir gewogen. Und wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen oder über ein Däumchen oder auch über einen Kommi. Und ich wünsche euch was, bleibt mir gewogen und bis denne. Tschüss.